Dieter Ecker, Clubobmann der FPÖ. Warum hat sich denn die FPÖ jetzt diesem Projekt angenommen? Ja, seit vielen Jahren fällt ein entsprechendes Freizeitangebot für die Jugend im Bregenzer Wald, aber auch vom Tourismus. Ein Schlechtwetterprogramm als Alternative zum Skifahren und zum Wandern. Es gibt es hier wirklich ein Vorzeigeprojekt, wo Privatinvestoren dahinter stehen, Ehrenamtliche, die das übernehmen werden. Es ist wirtschaftlich gut darstellbar, ein tolles Konzept, ein sehr breites Angebot von Eislaufsport über eine Kletterwand, Bowling, Diskothek, Lokalitäten, also wirklich ein sehr breites Angebot für die Region. Und immer wenn es konkret wird, geht die Politik in die Knie, in dem Fall jetzt vor einem Gestaltungsbeirat von Hermann Kaufmann, der dieses Projekt nicht will. Und die Betreiber, die Initiatoren werden zurück an den Staat geschickt. Und so kann es nicht weitergehen. Wir wollen jetzt Nägel mit Köpfen machen, werden heute einen selbstständigen Antrag im Vorarlberger Landtag einbringen und fordern die Landesregierung auf, in enger Zusammenarbeit mit der Region Bregenzer Wald und den Standortgemeinden oder der Standortgemeinde dieses Projekt umzusetzen, zu realisieren. Es muss endlich Schluss sein mit diesem im Kreis herumschicken. Wir wollen Nägel mit Köpfen machen, werden diesen Antrag jetzt auch einbringen.